Habt ihr gerade diesen Schrei gehört? Yep, das ist dieser Psycho-Horror. Deswegen sage ich auch, das Gefängnis ist krass. Wir haben jetzt die Kuhtür, ne? Ich meine den Ochsen. Ja. Psycho-Horror und Buddy-Horror. Das bezeichnet Silent Hill sehr gut. Alter! Was kommst du denn jetzt? Wo ist es? Egal, ich geh zum hornlosen Ochsen. Kommst hier eh nicht rein. Ich hab das echt irgendwie erwartet, dass er hier reinklettert. Was haben wir hier jetzt? Trakt C, Duschen, Umkleideraum, Toiletten, Waschstube. Oh. Das Gefängnis ist auch scheiße riesig. Es ist falsch zu stehlen, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf nichts besitzen. Darf der Aufseher stehlen? Nein, er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen. Ich werde besitzen. Ich werde diesen Gegner hier töten, der hier ist. Frag mich halt, ist er wieder in der Zelle? Warum gibt's hier ein Loch? Das andere hat man doch hier aufgekriegt. Du Idiot! Was, ich wollte ihn überraschen und er verfehlt diesen Schlag. Ich kack mir die Eier aus. An die Toiletten dürfen wir schon mal nicht. Hier braucht man irgendwas. What the... Du verfluchtes, widerliches Ding. Ich muss ja mehr diese Injektion benutzen, ich weiß. Will ich auch, aber ich drücke halt immer im Combat halt Dreieck und da benutze ich diese scheiß Drinks. Sonntag, morgendlicher Rundgang, Störung gemeldet, C140 schreit, C777 würde ihn verfolgen und behauptet, die Gitterstäbe können ihn nicht aufhalten. Nummer 140 wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Mittagsrundgang, Zelle von C777, D5 wurde vorsorglich durchsucht, es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass der Gefangene seine Zelle unbeaufsichtigt verlassen hat. Empfehle eine weitere psychiatrische Untersuchung von C140. Nachmittagsrundgang. C140 und C777 sind nicht in ihren Zellen. Alarm ausgelöst, Suche läuft, neuester Stand. Die Badezimmertür ist von innen versperrt. Es wurden Versuche unternommen, sie zu öffnen. Wir hören nichts von der anderen Seite. Abendrundgang gibt's keinen. Ja, das ist, das waren also die Wichser, die das hier abgesperrt haben. Schlüssel zu Trakt D. Wo ist Trakt D? Also es ist nicht hier. Ah, da gibt's auch noch eine Treppe. Ja, ich meine, viel haben wir hier halt bisher noch nicht zu erkunden, ne? In die Toiletten kommen wir nicht. Kann natürlich auch sein, dass wir in ein anderes Ding müssen. Erstmal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Schlüssel zum Trakt D. Das heißt, das muss wahrscheinlich irgendein anderen Raum sein. Also bei diesen mit der Waage und dann, da ist ne Dings zum Aufbrechen. Ich muss dabei ehrlich sagen, ich habe da echt teilweise Probleme, das zu sehen. Es tut mir leid. Weiß nicht, wie es so im Video ist, aber es ist alles so verflucht dunkel, dass ich diese Wände nicht sehe. Naja, gut, aber nicht, dass das jetzt ein wichtiger Raum war. Außer für Heilung halt. Ist das hier Schlüssel zu Trakt D?
Tatsächlich. Oh, hell no. Nein! Wow. Ah ja, jetzt lese ich es auch. Trakt D, wie habe ich das nicht gelesen? Wo ist jetzt dieser scheiß Spasti, der da kriecht? Da. Dich kriege ich. Ich glaube, ich kann da doch gar nicht treffen. Nope. Oder ich bin nur echt beschissen im Schießen. Ja, da steht wirklich Traktate. Wie habe ich das übersehen? Was ist D7? Warum ist da ein Fragezeichen? Nee, D5. Ach so. Oh mein Gott. Das war doch der 777. Jetzt verstehe ich es. Ich dachte, wir wären da schon drinne gewesen. Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Das war D5, ja. Ein Messer. Und mir fällt ja gerade nicht wirklich ein, wofür der nützlich ist. Außer für C4. Da brauchen wir irgendein Item. Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt. Schon wieder, wer auch immer das war. Muss ich dich erinnern, dass wir unseren Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen? Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher. Ja, da gab's doch die andere Treppe mal, ne? Ah, warte, wissen wir es wieder hier? Hä, wie bin ich jetzt wieder hier hingekommen? Hä? Ach so, oh mein Gott, ich bin einfach wieder... Ich hasse die. Da war ja nochmal eine Treppe, jetzt wart mal. Und außerdem möchte ich mal C4 probieren. Du dummes Stück Dreck, wo bist du? Ich hasse diese Gegner. Ja, ich wusste es. Wir haben immer noch kein Gewicht und sowas gefunden. Er kommt, ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit, ich kann es schaffen, ich bin fast durch, aber es ist nah. Er ist nah, ich kann es spüren, er kommt, um es zu beenden. Paranoide Notiz. Was ist das? Warte, hier kann man runter. Was ist mit diesem Radio? Es spinnt total. Detektet das ein Gegner oder nicht? Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Junge, wie könnt ihr es wagen? Okay, das. Ich vergebe euch jetzt. Alter, habe ich mich erschrocken, Junge. Ich denke erst, was ist das? Jetzt sind wir auf jeden Fall in den Toiletten. Also wir kommen ja eigentlich echt gut voran.
hat die Nurse umgebracht. War das Eddie? Ich habe es dir gesagt, Was? Warte. Zerknüllte Notiz. Was ist jetzt los? Haben wir Besuch? Oh mein Gott! Stirb, Alter. Warum liegen hier so viele Leichen? Oh, nee. Weißt du, müssen da Käfer rauskommen, das macht alles noch viel schlimmer. Deswegen ist jetzt die Dusche angegangen. Nein, der spült doch. Oh. Nun wird eigentlich das hier. Geh da rein. Nein. Alter. Ich muss hier raus. Oh, wo bin ich denn überhaupt? Wie habt ihr jetzt diese Tür hier aufgekriegt? Ihr P-Brains. Lauf. Lauf. Lauf weg. Das sind mir zu viele Gegner. Außerdem haben wir eh unser Item. Fuck this. Kann die Taschenlampe aufhören, so rumzuspinnen? Wir gehen da jetzt ganz mit Ruhe und Gemütlichkeit ran. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. So. Boah, eins noch nicht drin. Wir haben beim Vogel und beim Wolf noch nicht drin. So, kommen wir schon mal zum Wolf. Puh, der Wolf. Eber, sorry. Bleiben aber die anderen Türen dann auch offen? Nee, die bleiben dann zu. Aber wir haben ja das Gewicht. Alter! Was ist da aus dem Nichts? Aus dem Hinterhalt heraus. In dem Spiel, wo du so oder so nicht genug siehst. Morgendlicher Rundgang, Vorfall in der Kranken... Wer ist das? Wer macht hier Geräusche? Jetzt ist es auf einmal einfach weg, oder was? Und jetzt kommt's wieder. Wer verarscht mich hier?
sind natürlich wieder zwei. Drei meine ich, sorry. What? Er wirft sich einfach auf den Boden. Ein alter Mann ist immer vorbereitet. 23. Vorfall in der Krankenstation D183 hat das medizinische Personal angegriffen und versucht, Medikamente zu stellen. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrundgang. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrundgang. E130 hat einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang. Auch nichts. Vielleicht gerade das Glas zerstören, um ihn so erwischen zu können, aber hier war auch so ein offenes Loch. Die Wachen halten uns für Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Der Käfer gewesen? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das gab's auch im Original, diesen Toiletten-Jumpscare. Wo quasi jemand anfängt zu schreien. Ernte, was du gesät hast. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwächter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Okay, er hat sich das also notiert. Ja, auch das war ein Rätsel im Original. Da brauchtest du eine Wachspuppe, ein Feuerzeug und diesen Hufeisen, um die Luke da aufzumachen. Ich finde es eigentlich echt irgendwie komisch, dass sie so alte Rätsel entfernt haben. Ich meine, warum? Ich meine, schon neue einbauen, aber die haben ja fast alle Originalrätsel komplett entfernt. Klar, damit es eine neue Experience wird und so, aber wäre es ja auch so gewesen. Selbst mit alten Rätseln.
Bezüglich des Berichts über die medizinische Notfalluntersuchung, die Schlussfolgerungen, die im Bericht präsentiert werden, sind falsch. Die Gefangenen sind krank. Bei Untersuchungen sind sie so. Sind, bei, unter, die Untersuchungen sind so lange zu wiederholen, bis ihr Zustand diagnostiziert ist. Bei Bedarf sind invasive Methoden anzuwenden. Wir müssen die wahre Natur des Leidens verstehen. Alles andere ist zweitrangig. Oh mein Gott! Krankenschwestern, oder? Das sind immer kranke Schwestern. Das war einfach schon auf. Ja, wir sind jetzt hier drin, aber... Okay. Was ist hier drin? Munition. Nicht das, was ich eigentlich suche. Ah, hier. Schlüssel zum Obergeschoss. Wiederholung des Untersuchungsberichts, Schlussfolgerungen. Keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. Nun gut, Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dabei. Silent Hill 2 Remake. Bis dann und ciao.